Die Männerwelt auf der Heberbühne in Samtswegen begeistert die Damenwelt im Publikum. Das imponiert einem schon, wenn die da so stehen und mit den Muskeln spielen. Das ist schon schick, ja. Figuren, hübsche Männer, schöne Körper. Ist doch super. Die Herren sind schon hinter der Bühne darauf eingestellt. Ja, das Publikum will ja auch ein bisschen was sehen, nicht nur die Lasten. Und klar, wenn wir da helfen können, gerne. Ja, das spornt einen an. Und treibt Florian Altmann zu einer neuen persönlichen Bestleistung, über die sich der 21-Jährige so richtig freuen kann und nicht nur die Frauen begeistert. Die Halle bebt, die Jungs sind heiß, für diese Leute, natürlich auch für sich, hier eine Leistung hervorzubringen. Die am Ende nicht für den Sieg reichen sollte gegen Neu-Hardenberg. Die Gäste mit zarter Frauenpower, Katharina Grossmann, gerade mal 52 Kilo leicht, brachte im Reißen 64 Kilogramm zur Hochstrecke, machte dabei mehr Punkte als so mancher 100-Kilo-Mann und fühlte sich dabei gut, wenn sie von der gegnerischen Mannschaft sind, nochmal doppelt so gut. Samtswegen nahm es gelassen, wusste man doch, dass verletzungsbedingt ein Sieg kaum möglich war und dennoch gekämpft wurde bis zum Schluss. Ervis Tabaku mit 200 Kilogramm im Stoßen, auch für ihn ein neuer Rekord. Obwohl wir keine Chance haben, ich will immer die Beste machen für die Mannschaft. Genau das lieben sie in Samtswegen so an ihren starken Jungs, die zwar verloren, aber immerhin eine neue Saisonbestleistung schafften. Fast auf den Punkt genau, die der Mannschaftsleiter gefordert hatte und die optimistisch macht. Also wir haben noch auf alle Fälle Potenzial. Wenn alle fit sind, können die anderen sich warm anziehen. Die weiblichen Fans freuen sich schon darauf. Schließlich können sich ihre Jungs auch nach einer Niederlage sehen lassen.